Wir sehen hier den Arbeitgeberpräsidenten Rainer Dulger und dieser Anblick des Herrn und die Forderungen des Herrn sind ein wahrer Schlag ins Gesicht jedes hart arbeitenden Arbeiters da draußen bei uns in Deutschland. Denn er fordert jetzt, die Deutschen müssten mehr arbeiten, die Deutschen sind zu faul, sagt er damit indirekt. Und er steht damit natürlich nicht alleine, denn unser allseits beliebter Wirtschaftsminister, spielender Kinderbuchautor oder besser gesagt Co-Kinderbuchautor, ich werde da jedes Mal ermahnt, wenn ich ihn als Kinderbuchautorin ja hochstilisiere. Und auch er sagte bereits schon vor über einem Monat, Habeck, zu viel Streik für weniger Arbeit. Wirtschaftsminister Robert Habeck findet, dass im Moment zu viele oder zu viel für weniger Arbeitszeit gestreikt wird. Er fordert finanzielle Anreize für Ältere, länger zu arbeiten. Und der neuere Artikel jetzt hier fordert mehr Arbeit. Wirtschaftsbosse fordern mehr Arbeit. Sind wir etwa nicht fleißig genug, fragt dann die Bild-Zeitung und glaubt mir, sie hat die Antwort. Doch vorher nochmal einen Blick hier auf diesen gestriegelten Herrn im feinen Anzug, im feinen Zwirn, der sicherlich richtig Kohle im Monat verdient und der stellt sich jetzt hin und fordert von dem hart arbeitenden Bauarbeitern, der im Blaumann schmutzig im Schweiße seines Angesichts gerade mal so den Hungerlohn am Ende des Monats hat oder erfordert von den hart arbeitenden Krankenschwestern, die sich die Nächte um die Ohren schlagen. Am Ende des Monats müssen sie gucken, wie sie ihre Rechnung noch bezahlen können. Und der fordert jetzt allen Ernstes mehr Arbeit. Leute, ihr seid zu faul, sagt er damit. Und das Ganze wird hier begründet, dass eventuell ansonsten der Sozialstaat zusammenbrechen sollte. Ich lese das jetzt einmal hier vor und dann machen wir uns da mal Gedanken zu. Die Sozialkassen kämpfen mit immer neuen Milliardenlöchern. Für die Arbeitnehmer heißt das, ihre Beiträge für Renten, Gesundheit, Pflege knallen in den nächsten Jahren richtig rauf. Schon zum Jahreswechsel droht bei den Krankenkassen ein Teuerschock. Folge: weniger netto auf dem Lohnzettel. Liebe Leute, jetzt frage ich euch allen Ernstes, ist das jetzt die Schuld der arbeitnehmenden Bevölkerung oder ist das die Schuld der völlig fehlgeleiteten Politik unserer Regierung und auch der Vorgängerregierungen? Denn die Milliardenlöcher kommen ja nicht von ungefähr. Wie viele Leute ziehen denn aus den Sozialkassen Gelder raus? Wenn wir die Krankenkassen zum Beispiel nehmen, gibt es da staatliche Abkommen, ich glaube mit der Türkei und ich weiß jetzt nicht genau mit welchen, wo die dort lebenden Verwandten der hier arbeitenden Bevölkerung mitversichert sind. Das heißt, da gehen Gelder unserer Krankenkasse ins Ausland an Familienangehörige. Warum wurde das noch nicht reformiert, bevor wir dazu angehalten werden, noch mehr zu arbeiten? Oder wenn es um die Sozialkassen geht, wie viel Einwanderung hat in den letzten Jahrzehnten angefangen unter Mama Merkels grandioser Öffnungspolitik, da wir haben Platz, wir schaffen das, weitergeführt natürlich von der desaströsen Ampelregierung, wie viel Migration in unsere Sozialnetze hat da stattgefunden und jetzt soll die Lösung sein, dass wir mehr arbeiten müssen, weil sonst unsere Renten- und Gesundheitsbeiträge in die Höhe schnellen. Das kann es doch wohl nicht sein. Es sollte doch eher der Rotstift an den Stellen angesetzt werden, wo nicht Leistungsträger Leistungen beziehen. Das heißt, die nicht arbeitende Bevölkerung in Deutschland muss unter die Lupe genommen werden und muss geguckt werden, wer hat wirklich Anspruch auf Sozialleistungen und wer hat das nicht. Wer muss eventuell sogar unser Land verlassen, wo wir wieder beim Thema Remigration wären? Das sind doch alles Punkte, die man zuerst angreifen sollte, bevor man denn der schon länger hier arbeitenden Bevölkerung sagt, ihr seid zu faul, ihr arbeitet zu wenig, ihr bringt zu wenig Geld in die Kassen, ihr müsst jetzt entweder mehr arbeiten oder eure Sozialbeiträge schnellen in die Höhe. Also das sind Fragen, die gestellt werden müssen.
Diese Fragen werden allerdings nicht gestellt. Im Gegenteil, Experten mahnen harte Reformen an und fordern die Bürger auf, alle müssen mehr arbeiten, um den Sozialstaat zu retten. Und so wird jetzt hier auch der gute Arbeitgeberpräsident da zitiert. Wir brauchen eine Steigerung der Arbeitsstunden von den Menschen, die bereits hier arbeiten. Die bereits hier arbeiten, die schon länger hier wohnen. Ihr merkt da die Zusammenhänge. Und das sagte er da beim FDP-Wirtschaftskongress. Naja, die FDP, ihr wisst, was ich von der halte, nämlich gar nichts. Die Wendehalspartei. Aber auch der Chef der Deutschen Bank, Christian Sewing, mahnt, was sich ändern muss, ist die Haltung zur Arbeit, der unbedingte Wille zur Arbeit. Ja, wollt ihr die totale Arbeit? Also ihr merkt die Ähnlichkeiten, die hier irgendwo auftreten. Und die Bild springt natürlich den Arbeitgebern und der Politik zur Seite und schreibt hier, fest steht, die Deutschen sind international Faulenzmeister. Ihr seid Faulenzmeister. Du bist faul in den Augen der Bild-Zeitung, in den Augen der Arbeitgeber, der Arbeitgeberpräsidenten und der Politiker der Altparteien. Und im Schnitt arbeitet ein Beschäftigter nur 25,8 Stunden die Woche, wird da erzählt. Also ich lache mich da kaputt. Wenn ich mich da noch erinnere, wo ich arbeiten musste, da musste ich deutlich mehr als 25,8 Stunden arbeiten. Ja, ich hatte eine kurze Zeit auch mal eine Anstellung in einer Gießerei und da hatten wir eine 35-Stunden-Woche. War auch recht angenehm, aber trotzdem, das war wirklich die Ausnahme in meinem Arbeitsleben. Die meiste Zeit habe ich an die 40 Stunden gearbeitet und auch damals schon viele Überstunden gemacht. Sicherlich, statistisch gesehen, kann das natürlich hinkommen mit den 25,8 Stunden und damit sind wir allerdings schlusslich der wichtigsten Länder der Welt. Und die Bild-Zeitung begründet das damit, dass halt viele Tarifverträge angeblich 35 bis 36 Stunden Woche haben und 12 Millionen Menschen in Teilzeit arbeiten, davon 9 Millionen Frauen und knapp 3 Millionen Männer. Liebe Frauen, liebe Feministinnen, jetzt mal ein kleiner Seitenhieb hier zu diesem unscheinbaren Satz. Das ist vielleicht mit ein Grund, warum die Politik euch Frauen jetzt das Frausein absprechen möchte und euch erzählen möchte, ihr sollt doch die Freiheit der Männer genießen und so. Die wollen euch in Lohn und Brot bringen mit dem ganzen Schwachsinn. Denn hier sehen wir es doch, 9 Millionen Frauen arbeiten in Teilzeit. Und da das dem Staat nicht genug Einnahmen bringt, möchte er euch an die Schippe bringen. Er möchte euch in Lohn und Brot bringen, raus aus der Teilzeit. Ihr sollt vollwertige Arbeiter der Gesellschaft werden, um diesen Staat am Leben zu halten. Dann hier eine Tabelle, wo Deutschland hier deutlich Schlusslicht ist. Ja, das mag auch so sein, aber ob das jetzt erstmal schlecht ist, ist ja, sei mal dahingestellt. Wenn man ja mit den wenigen Stunden die Produktivität halt erreicht, dann ist das ja in Ordnung. Und an der Produktivität scheint es der Regierung ja nicht zu mangeln. Es mangelt der Regierung an klammen Kassen. Und ich möchte behaupten, die klammen Kassen sind nicht schuld daran, dass wir zu wenig arbeiten, sondern die klammen Kassen entstehen dadurch, dass der Staat mehr Geld ausgibt, als er zur Verfügung hat und dass der Staat das Geld verschwendet, was er zur Verfügung hat. Das ist schuld an der klammen Kassen. Misere dieses Sozialstaates. Und so wird hier zum Ende des Artikels Holger Schäfer zitiert. Für ihn ist klar, durch eine Steigerung der Wochenarbeitszeit lassen sich höhere Sozialbeiträge verhindern. Würde jeder Beschäftigte eine Stunde in der Woche mehr arbeiten, stiege die Wirtschaftsleistung auf einen Schlag um fast 4%, so Schäfer. Das entspricht zusätzlich 160 Milliarden Euro. Ein Teil davon würde der Rentenkasse Pflegeversicherung fließen. Ja, lieber Herr Schäfer, dann möchte ich Sie doch jetzt mal fragen, was würde denn passieren, wenn wir Leute, die hier nach Deutschland gekommen sind, noch nie in die Rentenkasse eingezahlt haben, wenn wir denen einfach keine Rente zahlen würden, rechnen Sie doch bitte mal aus, wie viel Geld wir dann sparen könnten. Oder das Gleiche mit der Pflegeversicherung. Würden dann unsere Rentner vielleicht ohne einen Handschlag mehr zu arbeiten auch mehr Rente bekommen, weil auf einmal mehr Geld da ist, weil unberechtigte Nutznießer unseres Systems da nicht mehr Geld abzweigen können?
Genauso Chefvolkswirt bei der Commerzbank Jörg Krämer. Mehr Arbeit hilft, um die Sozialabgabequoten nicht weiter steigen zu lassen. Je mehr gearbeitet wird, desto mehr Beiträge werden gezahlt. Und desto weniger stark müssen die Beitragssätze steigen. Auch an den Volkswirt die Frage, hat er denn vielleicht mal ausgerechnet, um wie viel mehr Geld in unsere Kassen wären, wenn unberechtigte Empfänger von Leistungen nicht mehr Geld kriegen würden oder nicht mehr da wären. Ja, lieber Herr Krämer, rechnen Sie doch nochmal nach. Liebe Freunde, und falls ihr es auch nicht einseht, euch weiter von solch gestriegelten Herren demütigen zu lassen oder für die fehlgeleitete Sozialpolitik der Altparteien mehr arbeiten zu müssen, dann teilt gerne dieses Video und protestiert gegen diesen Umstand. Lasst euch solche Anschuldigungen nicht einfach so gefallen. Ansonsten gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, denkt dran, die Glocke zu aktivieren, damit euch die Videos auch angezeigt werden, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut!